Next Stop. Heute habe ich wieder viel vor. Gestern haben wir ja viel genug geräumt. Ich zeige euch noch, wie es alles aussieht, wenn es fertig ist. Jetzt im Babyzimmer passiert hier richtig viel. Aber jetzt bin ich mal wieder auf dem Weg zur Hebamme. Ich mache jetzt ja die Vorsorgetermine abwechselnd bei der Hebamme und bei der Gynäkologin. Ja, und danach kriege ich neue Extensions. Ich gehe nämlich zu einem neuen Hair Guy, den mir eine Freundin empfohlen hat. Und ich bin echt gespannt, weil bisher habe ich indisches Haar auf dem Kopf. Falls ihr noch nicht wusstet, ja, ich bin nicht von der Natur mit so langen Haaren gesegnet. Aber jetzt kriege ich europäisches Haar. Und es soll von der Struktur her richtig gut zu meinem passen. Ich bin echt gespannt. So Leute, es ist jetzt schon ein bisschen später. Ich bin zurück vom Friseur und ich bin so amazed. Also ich hatte noch nie so geile Extensions. Ich stand da und ich so, oh mein Gott, ich liebe euch. Ich versuche euch das jetzt mal noch in der Kamera oben zu zeigen. Aber das war der Tipp von einer Freundin von mir, die ja auch super hochschwanger ist. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache da jetzt auch einen Termin aus. Und ich habe meine alten rausnehmen lassen. Und es ist jetzt europäisches Haar, weil die Natur hat mich ja nun mal nicht mit tollem Haar gesegnet. Und es fühlt sich genau an wie mein eigenes. Man sieht einfach gar keinen Übergang. Und sie sind so schön und so lang. Das wird so toll auch für die ganzen Schwangerschaftsshootings, die jetzt noch kommen. Aber ich nehme euch jetzt mal nach oben und versuche euch das noch zu zeigen mit den letzten Prozent meines Akkus. ich bin so geflasht, also ehrlich. Und ich finde es auch so schön, weil ich bin, klar werde ich jetzt Mama, aber ich bin auch trotzdem noch eine Frau. Und ich möchte auch, dass sich Leute nach mir umdrehen und immer noch sagen, hola, was kommt denn da für eine? Also deswegen so, jetzt schauen wir mal, ob ihr es sehen könnt. Ja, jetzt glaube ich, sieht man es ganz gut von hinten. Oh, ich bin so schlecht, mich von hinten zu filmen. Ich glaube, ich muss Markus nochmal drauf filmen lassen. Aber könnt ihr das sehen? Oh, jetzt sind sie gerade ein bisschen aufgeladen. Die fallen so schön. Die sehen so echt aus, so natürlich. Oh, ey, krass, wie schlecht ich mich dabei anstelle, ne? Da denkt man ja, ich sollte es vielleicht schon langsam können, aber nee. Aber auch so lang. Ich bin so verliebt in diese Haare. Kommt hier so seitlich noch mein Gesicht rein, ne? Und da. So. Und man sieht halt auch von unten echt gar nichts, ne? Da sind die Bondings, ne? Das siehst du nicht, weil sie auch die Haare mit gefärbt haben. Ich fühle mich gerade so. Hello? Anyone there? Und ich auch so, ich habe Markus noch gemeint, so, Schatz, hol mich ab von der S-Bahn-Station. Wir gehen jetzt essen. Du gehst jetzt mit deiner heißen Frau essen, die mitten im Chaos steht. Egal. Ich bin so, alles happy. Hebamme war super. Und jetzt mit diesen Haaren. Und ich sitze die ganze Zeit da und ich so, oh Gott. Wahrscheinlich seht ihr mich jetzt die ganze nächste Woche immer so, hello. Ich bin nicht betrunken, ich bin haartrunken. Kann man das sagen? Keine Ahnung, ich bin so happy. Ich habe mir wirklich was für mich gegönnt. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Und es, oh. Hot Mama. Das will ich nämlich sein. Hot Mama to be. So wollte ich es euch auch nochmal zeigen, wenn sie so rüberfallen. Da stelle ich mich nämlich nicht ganz so dumm an, wenn ich zumindest vorwärts in die Kamera gucken kann. Ich so saß ich auch schon im Restaurant. Ich so, schau mal, Schatz. Guck mal, meine Haare. Aber es ist halt einfach so schön. Und so lang. Und ja, weißt du, ganz ehrlich, hat die Natur mir halt nicht gegeben. Und ich liebe diese Strumpfhose übrigens, ne? Also ich glaube, die habe ich schon seit 10 Jahren, aber ich, wahrscheinlich bin ich auch schon zu alt dafür, aber ich liebe sie trotzdem. Und ja, Bauch tut sich langsam auch was. Aber ist immer noch nicht richtig groß. Dafür, dass ich jetzt schon im 9. Monat bin, ist schon irgendwie krass. Aber hello. Ihr denkt auch, ich bin bescheuert, oder? So, Samstagmorgen. Was haben wir als erstes gemacht? Garten. Ich habe ja am Balkon angefangen, Pflanzen anzupflanzen. Also, sagen wir so, ich habe die alten rausgerissen und ich habe Kokosquelltabs mit Samen ausgesät. In ein paar Tagen kommt hoffentlich was raus. Aber wir haben jetzt im Garten das Unkraut rausgerupft, weil das war teilweise echt kniehoch. Aber ja, ich zeige euch mal, es sieht jetzt schon besser aus. Das ist unsere wunderschöne Moosfläche jetzt. Aber da waren wirklich die Pflanzen teilweise bis über kniehoch. Aber wir machen jetzt weiter und brauchen noch Grünspannreiniger. Das kommt jetzt alles und Markus schneidet auch noch die Hecke, aber eins nach dem anderen. Ich merke auch schon, ich brauche jetzt doch immer mehr Pause.
Deswegen wird jetzt Pause gemacht, mache mir gerade einen Tee, dann bestelle ich Grünspanreiniger und dann ist für heute mit Garten auch wieder gut. Markus macht oben noch Lackregale. So. Markus und ich sind übrigens zurzeit voll mit der Berlin Ice Cream Week mit echter Dedication drin. Es gibt ein paar Eisdielen, die quasi mitmachen, die besten Eiscremesorten Berlins haben und die jetzt eben ein paar Tage lang eine Sondersorte für 1 € haben. Wir haben jetzt schon jeden Tag mindestens 3 Kugeln Eis gegessen und heute haben wir uns richtig was vorgenommen. Wir sind in einen anderen Stadtteil gefahren und auch hier haben wir tatsächlich 5 oder 6 Eisdielen vor uns und wir sind schon so, oh, die ist aber nicht beliebt, was ist denn da jetzt los? Und dann stellt, wir sind tatsächlich vor der Öffnungszeit bei der ersten Eisdiele. Also ich würde sagen, das machen ist einfach zu echte spät auf. Motivation. Was? Was? Die machen zu spät Einfach auf? zu spät auf. Ja, also ich meine, eigentlich isst doch jeder vormittags Eiscreme, oder? Übrigens spielen wir derweil auch Pokémon Go. Deswegen sitzt der Markus nämlich auch da und tippt so auf seinem Handy rum. Wir machen jetzt immer Pokémon-Spaziergang und Eis essen. Und ich rede mir dann ein, dass wir die ganzen Kalorien von dem Eis verbrennen, während wir laufen. Aber eigentlich ist es auch völlig wurscht. Es ist Ziel, so viele wie möglich in den Tagen reinzukriegen. Deswegen heute große Feier. Unter der Woche schaffst du das ja nicht. Wenn du arbeiten musst, kannst du ja nicht 6 Eisdielen abklappern, ne? Aber heute könnte es klappen. Boah, Leute, ich bin gerade total begeistert zu Markus gerannt und habe ihm erzählt: Schatz, ich gebe Milch! Ich warte ja schon die ganze Zeit drauf, dass Vormilch losgeht. Und mir ist in den letzten Tagen schon aufgefallen, dass da an meinen Nippeln immer so Brinzelkram hängt und dachte mir schon so: ich glaube, es geht los. Und jetzt habe ich vorhin gedacht so: Ey, da hängt doch noch mehr. Und dann habe ich ein bisschen drauf rumgeknautscht. Und dann kam da ein Tropfen. Also mehr ist es noch nicht. Aber mein linker Nippel gibt schon einen Tropfen vor mich. Und als ich noch mehr rumgequetscht habe, kam nur ein zweiter. Also ist noch jetzt nicht ganz ausreichend. Aber hey, ich meine, ich bin ja jetzt auch erst in der 33. Woche. Habe ja noch ein paar Wochen Zeit, aber es geht in die richtige Richtung. Ich weiß, es klingt ja ein bisschen seltsam, aber ich freue mich einfach über solche Sachen, weil ich möchte ja schon gerne stillen. Wenn es nicht geht, ist es so. Es kann ja auch immer noch passieren, aber ich dachte mir auch immer schon so: Ey, wie nutzlos wären das? Jetzt habe ich ja nicht die kleinsten Hupen. Und jetzt dachte ich schon so: Wenn die dann nichts hergeben, das wäre ja voll die Verschwendung, ja? Was baut mein Körper da so Dinger dran? Vor mich. Ich weiß nicht, ob Leute sowas normalerweise im Internet erzählen, aber bei mir kriegt ihr das alles mit. Ich bin der Meinung, das sind alles normale bodily functions. Muss man sich dafür nicht schämen. Da kommt Milch. Also irgendwas. Muss ja eigentlich Milch sein, ne? Also Leute, es ist so krass. Seit ein paar Tagen habe ich den übelsten Putz- und Aufräumanfall. Ich bin nur noch am Umsortieren, Umräumen, Putzen, Wienern. Ich weiß gar nicht mehr, das ist Nestbautrieb. Das ist mir auch klar, das sind die Hormone. Mir ist gleichzeitig auch klar, dass es Luisa sehr, sehr egal sein wird, ob die Wand Striche hat oder ob die Schrankfächer im Bad sortiert sind, wo meine Schminke drin liegt, ob mein Schmuck in den Schubladen sortiert ist, aber ich kann es nicht lassen. Es ist wirklich richtig heftig. Ja, und die Wohnung macht jetzt natürlich auch schon riesig Fortschritte. Also jeden Tag passiert irgendwas. Also die Wände sind gestrichen, die Regale sind teilweise aufgebaut, teilweise fehlt noch was an der Wand. Ich mache euch noch eine Roomtour, aber ich würde noch gerne ein bisschen weiter fertig machen. Insofern kommt das ins nächste Wochenvideo. Dann kriegt ihr eine Roomtour, wie jetzt so Babyzimmer, Schlafzimmer und alles aussieht, weil das hat sich wirklich richtig verändert. Ja, aber so ein paar Handgriffe habe ich noch. Dann will ich noch ein bisschen nähen und basteln. Da müsst ihr mir auch mal sagen, ob euch das interessiert, weil jetzt könnte ich natürlich auch ganz viele so Videos auch zu so ein paar Bastelsachen und Wickelkommode-Einrichtungen und was weiß ich nicht alles machen. Aber ich weiß ja auch mal gar nicht, was ihr eigentlich alles sehen wollt. Ob ihr dann sagt, oh, das interessiert mich überhaupt nicht. Oder ob ihr sagt, oh ja, geil, zeig mal. Weil ich gucke immer sowas total gerne. Also ich gucke immer super viel so Inspirationen, wie haben andere sehr alles eingerichtet. Und ich bin ja nicht so das Design-Genie. Aber mit viel Inspiration kriege ich dann eigentlich auch ganz gut hin. Aber wie gesagt, zeige ich euch dann bald nochmal. Jetzt ist es halt vor allem so dieses Räum-Ding.
Ja, aber naja. Also mit der Ice Cream Week waren wir auf jeden Fall schon sehr erfolgreich. Ein paar Tage haben wir noch. Aber ich habe auch noch, nächste Woche habe ich auch noch ein neues Fotoshooting. Da freue ich mich schon richtig drauf mit zwei Fotografinnen. Das wird Boudoir, also durchaus ein bisschen sexy, aber eben stilvoll. Ja, und sonst habe ich vor, nächste Woche auch noch viel zu räumen und zu basteln und aufzuhängen und Bilder zu dekorieren und was weiß ich nicht alles. Also es geht voran. Die Kliniktasche ist auch jetzt in meinen Main Tasks. Hab schon ganz gut was gesammelt. Fertig ist sie noch nicht. Zeige ich euch auch, wenn sie fertig ist. Oder so. Ich mache euch mal, ich glaube, dazu mache ich ein separates Video zu sowas wie Kliniktasche und Baby. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Bin so verwirrt, das sind diese Hormone. Also, aber ansonsten geht es eigentlich von der Stimmung auch noch und körperlich auch noch. Es wird anstrengender. Ich merke schon so ein paar Sachen, aber eigentlich bin ich immer noch ziemlich fit. Also läuft. War eine gute Woche und ich hoffe, ihr hattet auch eine. Und nächste Woche gibt es die Roomtour, versprochen.